Heights. Okay, okay, ne. Oh nein, eine Kuh, die ich töten kann. Die ich aber hoffentlich nicht töten werde diesmal. True. Sei in Acht. Wir sind ja zweite Kühe. So, ein Spinell habe ich bekommen. Da fällt mir auch direkt was ein. So, habe ich doch kombinieren. Yay! Komplette Maske, ey, da bekomme ich richtig Kohle dafür. Das müssen wir nochmal üben. Ah, mein Gott, ey. Ihr seid solche Arschlöcher. Und ihr seid mal mindestens so, keine Ahnung, so 10.000. Deswegen. Hallo! Können die sich nicht irgendwie jetzt aufteilen? Sonst muss ich ihn mit damit ein bisschen was überbraten. Oder einfach fliehen. Aber ich glaube, das wäre jetzt nicht so die Meistertaktik. Geht auch. Jetzt haben wir nur noch einen. Für dich nehme ich mir ungemein Zeit. Okay. Hat sich erledigt mit der Zeit nehmen. Macht euch keine Sorgen, Kühe. Ich weiß, was ich tue. Ja, es sind keine Bärenfallen. Hat nämlich jetzt keine Lust, in eine Bärenfalle hineinzulaufen. Das ist noch Pre-Bärenfallenzeit. Das noch. Ah, schon wieder Geld. Juhu. Als wenn ich nicht genug Geld bekommen würde hier im Spiel. So. Tausend. Ah, komm. Gehen wir nach oben, gucken wir da mal. Wir werden halt noch mehr Geld finden. Oh, Sniper-Munition. Ah, immerhin. Sniper-Munition. Sieh mal einer an. Muh, du mich auch. Oh, wie das hier? Yeah! Zwei auf einmal. Muss ich wohl hier lang, denke ich mal, oder? Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind weiter. Juhu. Was steht da? Prüfen. Was für ein seltsamer Wegweiser. Okay. Dachte, du würdest mal schreiben. Ja, der sagt gerade das und das über die Gegend. Oder so. Aber anscheinend nicht. Liegen hier Bats rum? Ja. Dalalalalala, Batman. 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 Da haben wir einen Speicherpunkt. Und da haben wir einen Typen, der... Du hast nichts für mich, hast keine Geschenke für mich hinterlassen. Wow! Aber der anscheinend. Der fand es doch recht interessant, mich. Was zum Teufel machst du? Bist du des Wahnsinns oder was?
Okay, der Typ ist auf jeden Fall des Wahnsinns. Ah, das war gut, gerade. Auf jeden Fall, ihr seid sowas von des Todes. Ihr seid toter, als ihr tot sein rufen könnt. Okay, ich lebe noch. Ich lebe noch, aber gerade so noch. So. Oh, jei. Holla die Waldfee, ey. Rapido! Ah, okay. Jetzt müssen wir... Ah, der Ding wird uns schon den Weg weisen, bin ich mal nicht ziemlich sicher. So, jetzt haben wir nochmal ein grünes Kraut und nochmal sowas. Perfekt, jetzt haben wir nochmal nachgeladen. Könnten wir eigentlich auch mal hier in das Haus hinein. Wenn wir schon mal hier drin sind. Oh ja. Bei Leon müsst ihr natürlich nicht auftauchen, ne? Aber bei mir, bei der lieben Ada, die euch nichts getan hat, die nur Hausuntersuchungen macht, da müsst ihr erscheinen, ja klar. So. Einfach nur eine Hausuntersuchung macht. Noch Geld findet zwischendurch mal. Ja. Auf die Knie. Hier ist auch der Nähe der Schrank gewesen, so wie ich weiß. In der letzten wenigstens, gibt es natürlich kein Geld. Natürlich nicht. Wunder auch. So. Hier haben wir unsere Zeit verschwendet. Das war auch kein Merchant gewesen. Da will ich mal sagen. Müssen, wo müssen wir denn lang? Müssen wieder hier unten lang. Jetzt müssen wir ernsthaft den ganzen Weg wieder zurück. Müssen wir ernsthaft den ganzen Weg zurück? Wollt ihr mich das jetzt weiß machen? Okay, ja. Ja, wir müssen den ganzen Weg zurück. Ja, komm. Dankeschön. Ach du liebe Scheiße. So. Aber nein. Brennet. Jawoll! Du musst du auch mal von deinem hohen Rost runter, ne? So. Wie sie alle synchron angefangen haben, mit den Händen zu fuchteln, als das Feuer anfing zu brennen.
durch ihre Haut anfing zu brennen. Perfekt. Ich glaube, das ist auf dem Pistolenmunition, ja. Ja, Pistolenmunition haben wir auf jeden Fall genug. Also da kann man nichts sagen gegen. Oh nein, jetzt hat nicht, da sind wir alle Dorfbewohner da. Ja, aber hier liegt einfach random auf Schrotmunition. Was haben wir denn da? Ein Spinell. Na sowas. Bin ich denn richtig? Ich jetzt hier runter gehe? Ja, ist richtig. Liegt einfach so random, macht einfach Sachen umher. Ja, nehmen wir doch alles mit. Wenn wir jetzt hier zurücklaufen müssen, echt mal. Aber da liegen natürlich die ganze, da liegt natürlich die Schnecke im Salz. Kopf weg. Okay, jetzt kommen wir da nicht mehr lang. Aber wer entschied... Der hat Leons Jacke. Okay. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich glaube, das sind dann mir doch ein bisschen zu viele. Deswegen werde ich einen kleinen Umweg machen. Und zwar hier drüber. So. Und dann schubse ich natürlich die Leiter um. Damit sie nicht direkt hinterher können. Und ich bin ja doof. So. Das hört sich manchmal so an wie... All dieser Hass, den ich in mir spüre. Oh mein Gott. Also ich sah jetzt so viele. Oh mein Gott. Und dich tue ich. Okay, hab jetzt schon erledigt. Perfekt. Habe ich fast das gesamte Dorf ausgerottet. Wenn das nicht, als wenn das nicht von Könnerfähigkeiten spricht, dann weiß ich ja auch nicht. So Typ mit der Leon-Jacke. Mehr. Du bist bestimmt ein ganz tapper. Oder auch nicht. Das sieht aus wie Leons Jacke. Warum trägt er sie? Weil er Jacke klasse fand wahrscheinlich, Alter. Weil er die Jacke klasse fand. Was ich gerade sagte, oh, die klasse ist. Die Jacke ist klasse. Die muss ich tragen. Und daraufhin hat er sich entschlossen, sie zu tragen.